durchaus wissen, dass sie zwar im Teamfight sehr, sehr gut sind, aber ab und zu sich auch ein bisschen da veräppeln lassen. Mhm. Ja, interessante Wahl erstmal. Wahrscheinlich wollen sie erstmal vielleicht so C ins kalte Wasser halten, gucken, wie Fnatic dann jetzt im ersten Spiel reagiert. Und Curse Hollow ist ja so Middle of the Pack. Also ist halt die Standardkarte lange Zeit gewesen in Heroes of the Storm. Da kann man dann vielleicht anhand des ersten Games dann vielleicht ein bisschen reflektieren, sich anpassen für den Rest des Best of Fives. Das ist natürlich auch eine Sache, die Easter ziemlich gut kann tatsächlich. Haben wir beim Eastern Clash gesehen, aber auch in der regulären HGC China, dass sie am Anfang immer erst relativ Standard spielen und dann nach dem ersten Game sich sehr, sehr hart anpassen. Diese vier Mann machen irgendwie Stunk plus Sagara-Strategie. War das auch Easter, die das gerne das gespielt SPT. Haben? Ja, SPT okay. War das. War das wirklich explizit nur SPT und die anderen haben das ausgelassen in HGC China? Größtenteils, ja. Also vielleicht wurde es einmal gespielt auf Braxis, weil da haben mehrere Teams die Sagara gespielt. Aber ich kann mich nicht an explizit Easter erinnern, die sich viel auf Sagara gestürzt haben tatsächlich. Schade, das hätte mich natürlich nochmal gefreut. Als Sagara-Main und so. Natürlich. Aber Tür wird raus, genau, okay. Aber wir müssen einmal synken. Bei mir kam der Armaturban jetzt durch. Zähl mal gleich, oder? 54, 53, 52, 51. Du bist 5 Sekunden vorne. Lul. Soll ich dann refreshen einmal? Ja, mach mal einmal das. Ja. Dann warte ich aber im Zweifel auch. Also. Okay, ich bin ziemlich weit nach vorne gesprungen. 44, 41, 40. Ja, bin ich jetzt vor dir? Ich bin eine Sekunde vor dir, ich warte kurz. Okay, 36, 35, 34, 33. Hey. Super. Läuft das auch schon mal? Wie hart sich unsere Übung bezahlt macht. Wunderbar. Jawohl. Illidan und Abatur rausgenommen. Abatur überrascht mich tatsächlich nicht, dass er gebannt wurde von Easter. Haben den, glaube ich, einmal gespielt. Da haben sie gewonnen dann. Aber sonst Easter eher nicht so, Abatur-Team. Ja, aber die Regie sagt schon, aber dann ist ja Ute offen. Yeah. What is happening? Winrate 64%, wurde 50% der Games gebannt. Mhm. Oh. Und tatsächlich wird lieber der Genji secured als der Uta. Und das heißt, eigentlich steht hier dem Easter-Uta-Pick nichts im Wege. Und das finde ich insofern ein bisschen schräg, als dass ich gedacht hätte, dass Fnatic ihre Draft-Strategien eigentlich die ganze Zeit versteckt haben wollten. Und in der Gruppenphase haben sie tatsächlich öfter einfach schon mal Genji First Pick gepickt. Und da hätte ich einfach gedacht, da hatten sie das Gefühl, dass sie gegen die meisten Teams überlegen sind und dann hart ausrasten können und dann eben so ein bisschen den Genji vorführen. Und Bans provozieren dann im späteren Verlauf oder jedenfalls vielleicht nicht mit dem Genji First Pick geplant haben, wäre meine Erwartung gewesen. Aber gut, wir sehen die Haka. Würde ich tatsächlich sagen, ist schlicht, zumindest in dem Moment, wo der Abatur raus ist, der beste Held auf Cursed Hollow. Ja. Legt er natürlich so ein bisschen fest in der Composition, Doppeltank. Mhm. Nicht ganz so aggressiv, aber mega stark. Überrascht mich, dass es der erste DHK-Pick tatsächlich von Easter ist im Turnier. Die haben ihn oft rausgenommen, die haben ihn selber noch nie gepickt. Das heißt, jetzt erstes Mal DHK für Easter. Und dazu gibt es natürlich den Uta, wie soll es anders sein. Der hat 100% Winrate für Easter, 5-0 insgesamt. Und der öffnet natürlich jetzt auch viele Türen. Vor allem ist er gut gegen den Tank, den wir jetzt bei Fnatic sehen, nämlich gegen Anubarak. Ja, also wirkt tatsächlich ein bisschen schräg, was da Fnatic jetzt auspacken. Also den Falstad haben wir noch nicht so viel gesehen und wenn er gepickt wurde, dann nicht besonders erfolgreich. Ist aber natürlich trotzdem ein guter Pick für die Karte und er ist tatsächlich gegen den DHK gar nicht so schlecht. Er ist erstmal sowieso natürlich auf der Lane ganz okay gegen den DHK, kommt dann später sogar gut klar und hat zusätzlich natürlich dann einfach auch das Global-Potenzial, kann also das ein bisschen ausgleichen. Und wenn dann der DHK ein zu gutes Engagement von hinten reinkriegt, dann kann der Falstad zum Beispiel den Rest wegpusten und plötzlich ist der DHK 1 gegen 5. Also es ist nicht ganz blöde, aber es hat schon auch einen Grund, warum Falstad eigentlich nicht so mit präsentiert wurde bisher. Einfach nicht so stark. Ist halt auch die Sache, dass es sich um nicht irgendeinen Falstad handelt, sondern um Quarknix Falstad, der damit quasi berühmt geworden ist mit seinem Falstad. War einfach lange Zeit sein bester Hero. Wahrscheinlich sind Greyman und Genji jetzt oben auch mit dabei, aber in diesem Fall werden wir Falstad auf jeden Fall von Quarknix sehen und Genji wird der Schwimpi machen. Das ist tatsächlich krass, ne? Diese, wenn ich mich recht entsinne, diese, oder war das Dignitas, der Ursprung sozusagen davon, dass überhaupt Gast gespielt wurde, war, glaube ich, die Kombination mit dem ETC von Breeze, oder? Also Quarknix Falstad into Moshpit von Breeze.
Habe ich irgendwie. Haben wir öfter gesehen, ja. War auf jeden Fall Quark nichts, weiß nicht, ob mit ETC oder ohne, aber auf jeden Fall haben dieses harte Disengage into Re-Engage-Meter dann ein bisschen geprägt. Damals mit Tassada und Forcewall auch noch, wo man dann ganz präzise die Engages forcen könnte. Hier kann ich mir keinen Tassada mehr vorstellen, tatsächlich, weil dann, glaube ich, ein bisschen der Damage fehlt. Erstmal wurde jetzt gebannt. Easter, meinst du nicht? Vielleicht, wenn ihr noch weiter Tassada gehen, das wäre eine Option. Ja, also wird uns schon mal angetragen. Und der Li Ming-Bann, der überrascht mich von Easter ein bisschen, denn wir haben ja schon zwei Backliner eigentlich für Fnatic. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Wubi auch noch den Genji spielen kann. Oder die Li Ming. Und also, ich meine, wenn Li Ming gepickt werde für Fnatic, wäre das halt Shrimpy Li Ming. Und dann wäre Genji halt bei Wubi. Und das, also, wenn ich mir einen Melee-Assassin-Spieler vorstellen kann, der auch Genji auf höchstem Level spielen kann, dann ist es auf jeden Fall Wubi. Ja, das stimmt natürlich, aber ich hätte es nicht erwartet tatsächlich. Ja, nee, ich sehe deinen Punkt. Also, ich würde auch nicht unbedingt davon ausgehen. Andererseits, es ist halt ein bisschen wenig Damage eigentlich, finde ich. Was zur Hölle? Das Greymane Tyrael, harte Dive-Comp und Reaktion davon dagegen ist der Brightwing und der Stitches. Interessant. Das sind gar keine Helden, die es überhaupt gibt momentan. Also, sie haben Solo-Support Brightwing. Was soll das denn? Also, was soll das denn? Ich glaube, die Idee könnte tatsächlich sein, entweder Cocoon mit Gast oder Hook Gorge mit Gast und dann schnell einen Kill über Polymorph regeln. Weil ansonsten habe ich das Gefühl, wie will man denn mit der Composition Fights gewinnen? Man kann vielleicht argumentieren, auf der anderen Seite mit dem Dive, wie du gesagt hast, ist der Brightwing als einer der Supporter natürlich mit sehr viel Mobility noch relativ safe. Mhm. Oder glaubst du, es könnte sogar Emerald Wind geben? Das wäre aus meiner Sicht absolut crazy. Könnte es geben. Also ich stelle mir vor, der Medivh-Bann explizit, um Gorge besser zu machen und dann vielleicht den Re-Engage zu verhindern durch den Emerald Wind, beziehungsweise das Zuhilfe-Eilen von Easter gegen das Gorge-Target, wenn man dann einfach alle weg. Emerald ist halt die Frage, ob man dann nicht einfach nur Gas braucht. Also wahrscheinlich finde ich Blink Heal, aber ich kann mir auch Emerald Wind vorstellen. Alleine, weil Brightwing dann ein bisschen mehr Heal bekommt. Ja, das ist schon eine sehr interessante Composition. Ich meine, sie haben da natürlich einen zweiten Global noch mit drin. Werden möglicherweise immer wieder Fights in Überzahl forcen können, insbesondere weil der Genji ja sogar noch quasi ein dritter Pseudo-Global so ein bisschen ist. Stitches hat eine sehr gute Solo-Lane. Anubarak kommt gut zurecht und man darf auch nicht unterschätzen, der Stitches ist natürlich sowas wie ein Melee-Assassin, so wie er momentan eigentlich immer gespielt wird mit dem Slam-Build, meistens mit der Magic auf Level 1. Hier kann er sich wahrscheinlich sogar leisten, Full-Slam zu gehen. Ja. Das heißt also, der Damage, den sie haben, ist extrem krass. Ja, und also ich würde natürlich sehr gerne Hinterland-Blast sehen, aber ich fürchte, in dieser Composition macht doch ganz ziemlich viel Sinn. Ja, und Easter, ganz schön viel Respekt. Also Triple Tank dann dagegen, reaktiv gegen diese, weiß ich nicht, diese Möglichkeit, dass da einzelne Helden einfach umgetreten werden sollen. Ja, ist die Frage, ob der Varian hier ein Tank ist. Oh. Wir reden immer noch über China. Gott sei Dank haben wir Tazdingo dabei, um mich da in Check zu halten. Ja, völlig richtig. Denke ich nicht mal dran. Ich habe sowohl Colossus Smash als auch Twin Blades schon gesehen in chinesischen Games. Also überraschen wird mich hier gar nichts. Haben wir im Turnier schon was anderes gesehen? Ich glaube, wir haben tatsächlich schon einmal. Ich glaube, wir haben beides gesehen tatsächlich. Ja, ich glaube auch. Zwar nicht bei Easter selber, aber bei anderen Teams haben wir auf jeden Fall schon mal die Twin Blades gesehen. Und tatsächlich sagen die Experten vor Ort alle, was für ein bescheuerter Draft von Fnatic. Damit verlieren sie auf jeden Fall. Man kann auf keinen Fall Uta Midrange Assassin abgeben Richtung Easter. Was sagst du? Ich bin bei dem Draft auf Easters Seite. Okay. Aber Fnatic wird sich was dabei gedacht haben. Deswegen, also unberechenbarer Draft halt tatsächlich. Ja, bin gespannt, wie Fnatic das spielt, was sie mit ihrem Doppel-Global machen hier. Und ob der Stitcher dann einfach gorgt und dann den einen Kill machen soll. Es ist halt schwierig, jetzt irgendwas zu töten. Jaka schwer zu töten, Tyrael schwer zu töten, Uta schwer zu töten und der Varian ebenso. Nur der Greymane, der hat es nicht ganz so leicht. Wir sehen erstmal auf der linken Seite Easter Gaming, das Team aus China, mit Savage auf der Jaka, SW77 auf Uta, Tyrael gespielt von Tiger, Xingxi auf Greymane und H, aka Lucian, spielt Varian. Und auf der anderen Seite haben wir die 5 Schweden für Europa in Rot. Fnatic mit Schwimpi auf dem Genji. Quarknix auf der Falstad. Breeze auf dem Anubarak. SMX mit Brightwing unterwegs. Und Wubi, der spielt den Stitches. Und wir hören es zum ersten Mal tatsächlich im Hintergrund. Ein bisschen Jubel im Publikum. Das liegt natürlich daran, dass wir
in Schweden sind. Heißt also, die haben hier ein Heimspiel. Und zuletzt bei der BlizzCon haben sie erzählt, dass sie das auf jeden Fall ein bisschen beflügelt, wenn das Publikum für sie da ist. Da war es nämlich so, dass die Amerikaner früh rausgeflogen waren und dann auch die Amis tatsächlich Fnatic die Daumen gedrückt haben. Und insofern mal schauen, wie das Fnatic hier nach vorne trägt. Ich persönlich würde tatsächlich sagen, was den was das Spiel angeht, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass, ja, wie du sagst, Fnatic sich was dabei gedacht hat bei dem Draft, weil auf dem Papier ist der schlicht, glaube ich, viel schlechter. Aber ich glaube, dass sie vielleicht krass snowballen können, wenn sie zwischendurch ein, zwei Mal im Early Game die Gegner verarschen können. Ob das jetzt durch einen Dreimann-Gank irgendwo ist oder durch einen Hook von Wubi, ist ja eigentlich egal. Und im späteren Verlauf die drei Tanks gegen den Stitches. Das ist tatsächlich nicht so einfach, da gute Engagements zu kriegen gegen Pulverize. Ja, ich bin sehr gespannt auf Heroic Choices. Bei nicht nur einem Helden tatsächlich. Auch der HK kann ich mir vorstellen, dass der Isolation hier geht tatsächlich. Ja. Gegen das, was hier präsentiert wird. Haben wir ja auch schon ein paar Mal gesehen im Turnier. Sing Sing macht hier guten Damage gegen Stitches, aber kriegt auch den Hook in den Tower. Das heißt, er muss selber ein bisschen aufpassen. Hat natürlich den Heiler bei sich. Und wird hochgeheilt. Und dann ist hier oben erstmal Druck gegen Fnatic. Auf der unteren Seite war da erste Duo-Lane von Fnatic mit Genji und Brightwing. Das wird es auch geändert. Und Schwimpi lauert hier in der Mitte. Aber sowohl Tiger als auch Lucian haben das ein bisschen gesehen. Denn Tiger hat gescoutet. Hier man Gank in der Mitte hat nicht zum Erfolg geführt. Das ist tatsächlich krass, ne? Also wir sehen genau, das ist diese kleine Überlegenheit, die Fnatic haben. In der Rotation können dann wirklich sehr schnell plötzlich sehr viele sein. Aber man sieht andererseits auch, dass sie eigentlich auf den Lanes nicht so super aussehen. Also sowohl diese Top-Lane mit Wubi gegen den Greyman und den Uta sah nicht so super aus. Auch in der Mitte waren sie eigentlich eher im Hintertreffen und unten hatten sie zwei Leute gegen den DHK und dem DHK war es völlig egal. Beide Teams machen jetzt erstmal das Siege Camp. Level 4 wird früh erreicht für Easter, aber für die Schreinphase sind natürlich dann beide Teams bereit. Und dann bin ich gespannt, wie Fnatic das spielen, weil sie natürlich über den Global, über die vielen Globals auch viel rausholen könnten aus dem Siege Camp. Und der Spawn ist natürlich sehr günstig für sie auf der Top Lane. Jetzt ist die Frage, ob Fnatic direkt mit Doppel-Global da unten mit dem Siege Camp mitgeht. Und gerade sieht so aus tatsächlich. Der Hacker bleibt natürlich auch unten. Der könnte im Zweifel auch globeln. Aber Fnatic hat halt zwei dieser Globals. Und ist die Frage, wie hart Easter jetzt den Fight forcen möchte. Und Fnatic scheint überhaupt kein Interesse zu haben, tatsächlich den Fight zu forcen. Also SMX rotiert zur Mitte. Und hier soll einfach nur interrupted werden. Das hat Schwimpi natürlich easy drauf. Der Hacker bleibt aber auch unten. Insofern ist der Vorteil jetzt nicht so groß, den Fnatic gewinnen. Oh, schöner Hook nochmal, aber bringt natürlich gegen den Varian nicht übermäßig viel. Aber der Falstad, der kann natürlich jetzt unten Value holen mit dem Siege Camp. Und das ist sozusagen der ganze Trick. Also viel mehr passiert jetzt ja letztlich nicht. Wubi kann das gut verteidigen zusammen mit Schwimpi. Und ansonsten soaken beide Teams einfach. Und ja, Fnatic geraten langsam wahrscheinlich in den Vordergrund, dadurch, dass unten das Siege Camp ein bisschen Schaden machen kann. Ja. Easter versucht jetzt zumindest den Anub erstmal wegzukriegen, aber das ist natürlich nicht so einfach. Und vor allem, wenn Genji hier die ganze Zeit Turrican schmeißen kann, gibt es einen Interrupt nach dem anderen. Stitches wäre im Zweifel auch nochmal mit einem Slam da. Und jetzt guck mal auf die Position. Oh, so traumhaft. Wubi mit dem Hooker muss aufpassen tatsächlich. Kriegt aber den Stun von Breeze. Gute Arbeit von Fnatic und Wubi kann nochmal disengagen. Achtet mal wirklich auf die Position von Fnatic, wie sie wirklich im Quadrat um den Beacon drumstehen, um den, wie heißt das Ding, Tribut. Ja, Tiger wird noch ein bisschen angeschossen, aber ich denke, Fnatic werden das jetzt wieder genauso aufbauen. Gucken jetzt erstmal, ob Wubi vielleicht einfach so durchkommt. Das sieht danach da tatsächlich danach aus. Bin Polymorph. Oh, der kommt, der connected nicht. Da war der Cocktail von Xing Xi hier ein bisschen zu kurz. Ist nicht weit genug geflogen, es gab keinen Interrupt und Fnatic kriegt das erste Tribut. Und, ja, und hier sehen wir, hat Savage endlich geschafft, die Ogre zu clearen. Aber die Wand ist weg. Ja, damit ein halbes Level Lead immerhin für Fnatic. Und der Tribut gesichert. Da muss man sagen, war ein bisschen glücklich, dass Wubi da rauskam. Also natürlich super, dass Breeze da drei Mann trifft mit dem Stun. Aber das ist natürlich nicht selbstverständlich. Ja, und Savage ist zwar ein bisschen unter Druck, aber der DHK kann natürlich einfach rausporten, wieder rein burrowen. Und es ist sogar zusätzlich noch der Tyrael da, der die XP hookt, sodass der Burrow gespart wird. Was natürlich wichtig sein kann für den nächsten Tribut. Der Hacker soll da bereit bleiben. Deswegen Hardcamp jetzt ein bisschen spät bei Easter tatsächlich.
Ja, ich habe dich unterbrochen, sorry. Was wolltest du noch sagen? Ja, er ist sehr lange nicht auf der Map, der DHK, weil es sich da langsam in die Midlane, wollte eigentlich erst hochgehen. Und wie du schon sagst, da haben sie natürlich dann erstmal lange den vierten Mann nicht auf der, den fünften nicht mit auf der Map gehabt und zusätzlich zwei Leute mit dem Bruiser Camp beschäftigt, also Fnatic, haben jetzt überall absolut die Kontrolle gewonnen und haben sich das genau angeguckt, wie sie das haben wollen. Aber sie haben natürlich jetzt ihren Push quasi schon gewastet und müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass sie damit dann nicht zu viel Stress kriegen. Oh, das Engagement dabei sehr gut gegen Savage. Oh, das war ein bisschen mutig von Schwimpi, aber es kommt von der Seite Quark nichts dazu. Und die 4 gegen 3 Situation führt tatsächlich zu einem schnellen Kill. Es ist zwar nicht mehr so großer Vorteil, aber natürlich sollten sie jetzt den Tribut kriegen können. Ja, schön gemacht von Quarknext, kam genau im richtigen Moment dazu, sonst wäre der Hacker wahrscheinlich rausgekommen. Und dann wäre das ganz bitter gewesen, weil Wobi hat ganz schön kassiert und der Hacker könnte halt instant dazukommen. Der könnte auch gleich wieder instant dazukommen, denn der ist jetzt wieder respawn, könnte sich dazu buddeln, macht er auch direkt, wie es aussieht. Jawohl, Gebüsch ist markiert und Easter versucht, sich hier den Anubarak zu gönnen. Und das sieht gut aus tatsächlich, gibt nochmal ein Schild mit dem W und das reicht nicht für den Kill. Doch, es reicht. Aber der Counterkill, oh, wirklich schön gemacht vom DHK von Breeze. Oh, und Wobi kommt von der Seite mit dazu. Aber ich war insgesamt ein bisschen verwirrt, muss ich sagen, dass sie da nicht mit allen hingegangen sind, weil das hätten sie durchaus fighten können. Erst war der Disengage nämlich sehr schön. SMX wird erst selber angegangen, wird dann aber beschützt von Breeze und cleanst dann direkt Breeze, sodass da niemand wirklich unter die Räder gerät. Und wenn Quarknix und Wobi direkt kämen, dann wäre das sicherlich ein einfacher Disengage gewesen für den Anubarak, aber sie kriegen den Trade, verlieren immerhin den Tribut. Oh, und es gibt tatsächlich Emerald Wind und X-Strike. Und Gott. Okay. Wunderschöne Composition von Fnatic. Interessant. Level 10 ist eher erreicht, damit direkt ein Kill gesichert und die Wall in der Mitte werden sie wahrscheinlich auch kriegen. Aber jetzt auch Level 10 für das chinesische Team, für Easter. Und wir sehen tatsächlich die Adaptation. Wir sehen Sanctification. Und das Divine Shield. Der Rest ist noch nicht bekannt. Wir sehen jetzt Taunt. Schade eigentlich. Mhm. Oh. Und auch der Grammy wird rausgenommen. Das heißt, das wird das nächste Tribut auf jeden Fall für Fnatic geben. Ja, und sie kontrollieren natürlich das Spiel total mit ihren Globals. Und man sieht natürlich auch, es darf sich kein Chinese jemals irgendwo auf der Map zeigen, weil es so viele Tools gibt, mit denen die dann jeweils eingefangen werden können. In dem Fall mit dem Cocoon. Und der DHK kommt natürlich nicht so einfach raus, aber Age geht nochmal rein in die Backline und sorgt dafür, dass Quarknix zumindest da den Kill nicht direkt besorgen kann. Aber ich glaube, er hat dafür jetzt das Problem tatsächlich mit dem Varian. Ja, der Taunt ist aber raus, das heißt, er kann nicht nochmal CC'd werden. Gast wird auch hier ganz sicher gecastet. Oh, und Uta ist da sehr tief drin, wird schön surrounded. Musste die Wein schon ziehen, wird trotzdem rausgenommen und das gibt den nächsten Kill und das ist so ein bisschen, was man öfter bei Easter gesehen, auch in der Gruppenphase tatsächlich, gegen schwächere Teams. Irgendwie haben die so Phasen, wo sie nicht komplett konzentriert sind, wo es schwer ist für sie, diese 5-Mann-Groupings hinzukriegen, wo dann immer einer erwischt wird und es dann immer sich ein bisschen hinauszögert, was denn gemacht werden kann. Und das ist ein bisschen bitter. Da sehen wir es. Wahrscheinlich wurde er gehuckt und gegorcht tatsächlich. Ja, genau. Gegorcht auf Cooldown, ja. Okay. Aber er war halt nicht beim Team. Er ist irgendwo rumgelaufen, warum auch immer. Gegen Stitches macht man das nicht, dann wird man bestraft und dann gibt es den nächsten Kill für Fnatic, die jetzt ein halbes Level vorne sind. Und das nächste Tribut würde zum Curse gegen Easter führen. Aber es ist natürlich so ein bisschen Würgegriff. Also Fnatic haben ja erstmal den XP-Stock auf allen Lanes und sind dann eben so mobil auf der Map, dass es für Easter wirklich ganz schwierig ist. Also der Uta hat ja wahrscheinlich irgendwas Sinnvolles gemacht. Eine Creepwave in der Mitte gesammelt oder sowas in der Richtung. Und dann, wie du sagst, kommt dann natürlich zu spät. Da müssen sie irgendwie besser zueinander finden, aber sind da auch sehr konsequent, muss man sagen. Ob das das beste Ziel ist, Emerald Wind auch raus. Dann seid ihr sehen, Anoop hat da oben ein bisschen Probleme. Der muss direkt den Cocoon ziehen, wahrscheinlich eher defensiv, damit er nicht selber rausgenommen wird. Und jetzt kommt der Greyman erst dazu. Das heißt, wieder spät gegroupt. Und Tyrael ist sogar nochmal ein Stückchen weiter weg. Jetzt endlich zu 5, aber Fnatic hätte hier sogar fast auf 13 spielen können. So spät, wie Easter hier rotiert. Viele Heroics jetzt geburnt. Den X-Strike haben wir noch und Mighty Gust. Alles andere ist weg nach dem Engage, der nicht geklappt hat. Falls er da jetzt Probleme, muss den Gast ziehen. Das heißt, letzte Möglichkeit auf Heroic-Seite ist jetzt hier der X-Strike. Und das heißt, Easter hat erstmal einen guten Stand hier wahrscheinlich. Aber Lucian muss die Interrupts natürlich ein gutes Mittel, denke ich, für Fnatic. Ja, sie werden es, glaube ich, aber hier tatsächlich nicht hinkriegen. Oh, ah, doch, nochmal rein. Stimmt, die geht nochmal rein. Oh, aber, oh, Zunge sitzt, aber Clans. Oh, schöner X-Strike. Und er zieht aber sich zurück. Wird nicht rausgenommen tatsächlich. Sanctification muss gezündet werden. Stitches hat Probleme da hinten, wird rausgenommen. Schön gemacht. Und somit gibt es den zweiten Kill in diesem Game jetzt für Easter. Vielleicht auch das Tribut hinterher, aber Fnatic ist hier nochmal in die Offensive gegangen.
Und der nächste Emerald Wind ist schon wieder bereit. SMX hat richtig Lust. Deckt nochmal auf mit Peekaboo, sodass sie genau wissen, worauf sie sich einlassen. Jetzt kommt Emerald Wind zum Zone, wie du es gesagt hast. Und Varian wird jetzt gesplittet vom Team. Das bedeutet, Schwimpy kriegt da oben den Kill, kann nochmal hinterhergehen. Quarkix hat unten ein bisschen Probleme, aber auch er kann sich zurückziehen. Ja, damit, ich glaube, Schwimpy geht da sogar noch einen weiteren Kill eintüten. Oder jawohl, der Tyrell wird auch noch gefangen und plötzlich... Sehr seltsam gesplittet. Easter hat da unten versucht, den Falster daraus zu nehmen, mit Divine Shield auf Greymane sogar. Das hat überhaupt nicht geklappt. Der ist einfach disengaged und dann haben sie oben zwei Leute sterben lassen, während der Uther da unten aktiv war. Ganz bitter und das wird dann wahrscheinlich jetzt Curse geben, wenn nicht Easter nochmal was richtig Gutes hinkriegt. Schöner Zungendodge von Smaxe hier, schöner Sidestep. Oh, Gorge ist wieder unterwegs. Wobi ist gleich am Start und das gibt wahrscheinlich einfach einen Kill gegen... gegen Random Tage, es ist ihm völlig egal. Uther, er läuft erstmal. Der hat kein Divine. Der wird auch nicht genug Heals kriegen. Der wird. Oh, nochmal mit Cocoon jetzt hinterhergegangen. Curse ist eingetütet und wenn es jetzt mehr Kills gibt, kann Fnatic natürlich hart snowballen. Und das versuchen hier die Jungs von Easter aus zu vermeiden. Xing C droppt ziemlich low. Schöne Zunge nochmal. Ah, Noob geht hinterher, holt dir den Jaka-Kill und jetzt kann der Rest von Fnatic natürlich ausrasten. Oh, und Kragnex fliegt nochmal hinterher, will Xing C auch noch haben. Da wird da gepunished, der Greyman. Und 10 zu 2 Kills plötzlich für Fnatic. Ein Level Vorsprung. Glaube ich. Der Stunt von Breeze war tatsächlich ein bisschen optimistisch. Age bleibt einfach für den Moment stehen und da ist natürlich kein Damage momentan mehr dabei. Aber da vorne, da stehen noch der Greyman, Quatsch, nicht der Greyman, der Genji und der Falstad und die werden natürlich irgendwann den Kill hier eintüten. Sie machen in der Zwischenzeit schon mal die Keepwall kaputt und ja, die lane den Kill ein bisschen, weil ich nehme an, dass sie dann Boss dahinter machen werden. Ja. Und ohne Varian wird das natürlich ganz schwer dann für Easter Rastron contesten. Also super schön gespielt von Fnatic. Ganz souveräner Vortrag bis hierher. Anderthalb Level Lead mit dem Curse. Der läuft auch noch ein bisschen. Ist die Frage, ob sie jetzt noch Boss machen. 12 Sekunden bis Varian. Talent Lead werden sie gleich mit dem Fallzeit eintüten können da oben. Und sie stehen bereit am Boss tatsächlich. Ja, und jetzt sind sie Level 16. Und das bedeutet Pulverize auf dem Stitches. Heißt also, die 5 Milis ja eigentlich geradezu auf der anderen Seite werden nie so richtig agil durch die Gegend laufen können. Also der Uther möchte ja eigentlich auch ganz gerne ein bisschen was davon haben, dass er ordentlich Armor mitbringt, aber kann sich im Prinzip dann nie zeigen. Hookversuch, geht aber ins Leere. Da ist der Bodyguard-Minion am Start, rettet den Varian hier. Aber wieder wird ein Versuch einfach auf Varian zu engagen. Das ist ihnen wirklich egal, wen sie kriegen. Ja. Varian hat natürlich das Problem, wenn er im Emerald Wind in Melee ist, dann wird er auch ziemlich lange in eine Richtung gedrückt, kann nicht parryen und kriegt jede Menge Damage. Oh, nächster Hook, diesmal trifft er. Oh, und die Body Blocks. Und da gibt's den Boss. Ja, da wollten sie sicher gehen, dass sie auf keinen Fall den Boss geklaut kriegen. Da fanden sie es ein bisschen schräg, dass der Varian da alleine rumdamelt. Nehmen ihn raus. Und ich glaube, sie sind sich so sicher, dass sie das Keep damit kriegen, dass ihnen auch egal ist, dass sie da die Ultimate-Cooldowns rausdrücken. Auf der anderen Seite wird ja Level 16 jetzt gleich erreicht. Und ich denke mal, ihre Erwartung ist, dass das mit Holy Ground und so weiter viel, viel schwieriger wird ab jetzt. Und insofern wollten sie jetzt hier nochmal schnell Value rausholen. Der war tatsächlich ziemlich gut, der Versuch. Und jetzt... Und der Root vom Boss trifft 2 und jetzt kann natürlich hart engaged werden. Cocoon und Stun auf den Greymane. Sanctification sitzt allerdings sehr gut hier vorne, blockiert auch den Stun vom Boss, Uther wird da rausgeholt, aber Varian ist noch 9 Sekunden weg, das heißt auch Divine Shield muss hier zum Disengage genutzt werden. Level 16 mittlerweile erreicht und der Boss geht Richtung Core. Und das ist noch Mighty Gust und Emerald Wind gleich wieder am Start. Ich glaube, sie können eigentlich theoretisch einfach auf Core gehen, aber es gibt stattdessen das Engagement gegen den Varian, der ist tief reingegangen, musste hinterher hinter Quarkings Breeze, jetzt ein bisschen out of position, kriegt das Curse Bullet. Es gibt natürlich quasi kein Heal, aber es gibt gleich den nächsten Emerald Wind. Von SMX, den hätte er ein bisschen früher ziehen müssen aus meiner Sicht. Tiger droppt low, kann aber nochmal disengage und jetzt geht Stitches zu tief, der wird auch nochmal rausgenommen wahrscheinlich, jawohl. Der Boss kriegt knapp 30% vom Core, dann noch ein bisschen mehr, stompt noch einmal so mit 38% weg, aber wir sehen auch oben ordentlich Druck auf das Keep von Fnatic, also vielleicht gibt es hier sogar einen Konter-Keep, auf jeden Fall ist die Wall da weg und so knapp 20%, wenn man die Minimap richtig liest, das Fortnite damit ist auch gefallen und somit Easter sehr nah dran, was XP angeht, haben natürlich einen Keep verloren. Aber ich glaube, damit können sie erstmal leben, denn jetzt in 5 gegen 3 gehen sie auf den Boss von Fnatic. Und wenn sie danach einen guten Teamfight kriegen, können sie plötzlich den Sack hier zumachen. Ja, und da bin ich ein bisschen schockiert gewesen gerade, muss ich sagen. Also das Decision-Making von Fnatic fand ich ein bisschen abenteuerlich. Sie hätten entweder alle Zoning-Tools nutzen können, um auf Core zu gehen. Da haben sie gute Chancen, denke ich, den Core rauszunehmen. Oder sie disengagen dann konsequenter und in dem Moment, wo der Noob natürlich wegläuft, kriegen sie Switch. Den DHK. Das wäre natürlich sehr, richtig also, wichtig. Da sind ein paar Büsche noch auf dem Weg, wo er sich speeden kann. In der Mitte ist kein Fort. Oh, aber Genji macht guten Damage. Oh, schön die Zunge gedodged. Und das ist jetzt bitter, weil jetzt wird Easter nicht so viel kriegen, wie sie hier kriegen könnten. Ich weiß auch nicht, was
Savage da gemacht hat. Es war nicht abzusehen, dass das nächste Talent erreicht werden kann. Er war einfach allein auf einer Lane, wurde dafür bestraft und somit kein Push möglich mit dem Boss. Hier, vielleicht gibt nicht mal das Keep tatsächlich, sondern das ist richtig bitter. Verschenkte Möglichkeit von Issa hier aufzuholen. Jawohl, der Stun wird nochmal geforst, wenn sich 5 oder 4 Leute dran stellen. Und dann schöne Boss-Defense von Fnatic. Haben sie wirklich gut gemacht. 2 Tribute auf der anderen Seite für Easter bedeuten immerhin, dass sie vor Level 20 nochmal eine gute Gelegenheit kriegen, denn Fnatic können nicht einfach den letzten Tribut noch zulassen, das gelbe Curse, und würde wahrscheinlich zu viel XP Richtung Easter schwemmen. Insofern wird es gleich nochmal einen Teamfight geben und Easter täten gut daran, einfach zu 5 zusammenzubleiben, wie du gerade gesagt hast. Der DHK holt zwar natürlich sinnvoll irgendwie XP rein, aber sie müssen jetzt gelernt haben, alleine auf der Map unterwegs sein, das ist einfach nicht drin. Und Wobi, hat er da den Tyrell gesehen? Oh, schön gedodged von Tiger. Und der ist jetzt mal safe. Oh, das wundert mich tatsächlich, dass sie da nicht direkt Cocoon gezogen haben. Also, ihnen ist natürlich lieber, da mit dem Gorge zu engagen. Aber ich glaube, wenn sie da den Tyrell, nachdem er alles rausgehauen hat, erwischen, könnten sie vielleicht durchaus kaputt kriegen mit Emerald Wind. Wir sehen, wie das SMX macht. Er macht das, nutzt den letztlich, bevor der Cocoon aufgeht. Insofern quasi unmöglich, ihnen da irgendwie zu helfen. Aber für den Moment wird disengaged und jetzt gibt es dann diesen einen Tribut, um den sich gebrawlt werden wird. Oh nein, es wird da unten gebrawlt tatsächlich. Der Kameramann Varian ist out of position leider. Varian wurde, glaube ich, gerade gegessen. Da gibt es den Cocoon und Varian wird direkt emeraldet und dann kann er nicht parryen und dann wird er rausgenommen tatsächlich. Tyrael muss jetzt in der Zukunft versuchen, die Acker da rauszuholen, denn wenn es mehr Kills gibt, dann wird es wahrscheinlich Core geben können. Sanctification muss jetzt hier genutzt werden, aber ich denke, es sollte lieber disengaged werden. Stattdessen geht Easter hier nochmal rein. Tiger geht in die Offensive, opfert sich hier ein bisschen. Oh, und der hockt jetzt auch nochmal hier auf den Uther. Und der wird auch noch rausgenommen. Jetzt ist nämlich ein 5 gegen 2. Der Hacker versucht, den Curse klar zu machen. Da gibt es das Divine Shield nochmal. Ein bisschen Zeit wird nochmal gewonnen. Der Hacker macht den Curse klar, aber Fnatic geht sofort auf den Core. Und das war jetzt richtig bitter für Easter. Da haben sie ein paar sehr, sehr zweifelhafte Entscheidungen getroffen, dass sie da nicht nur eine Person opfern, sondern direkt 4 Leute rein feeden. Jetzt wird auch der Greyman nochmal rausgenommen und das sollte es gewesen sein. Denn da ist nur noch der DHK, der wird weggegastet mit dem Level 20 Gast von Falstad und er steht 1-0 für das Team aus Europa für Fnatic. Na, das war wirklich sehr schön zu Ende gespielt. Also da jetzt am Ende auch die Konsequenz, einfach Falstad Ulti verbessern, den Sack zumachen. Aber ja, wieder lassen sich Easter unterwegs erwischen. Können sie aber tatsächlich, glaube ich, wenig gegen machen. Also das, wenn der Varian einfach gegessen wird, nicht wieder reengagen können. Schwierig für sie dann, da nochmal reinzukommen. Natürlich ist theoretisch dann einfach Divine Shield oder Sanctification ein gutes Mittel zu helfen. Aber wir haben es gesehen, der Tyrael wird dann einfach immer in den Cocoon gepackt. Ja, also letztlich dieser schräge Draft sah dann fast wie ein Outdraft aus, weil ab Level 10 Fnatic quasi in jeder Situation die Schuhe anhatten. Du bist ein bisschen leise, sagen die Leute, dann mache ich dich lauter. Ich glaube, ich habe einfach heute alles ein bisschen lauter hier eingestellt. Ja, ich weiß gar nicht, es sah eigentlich zwischendurch halt sehr gut aus für Easter. Wenn sie gerade den Curse bekommen hätten und wenn sie den Boss nicht so verschwendet hätten, den Boss von Fnatic, dann hätte das auch ganz anders ausgehen können. Waren halt 2 Situationen dann, oder 2, 3 Situationen, wo ein bisschen misplayed wurde von Easter. Das Decision-Making gerade, einfach nur den Varian sterben lassen, dann im 4 gegen 5 können sie den Core wahrscheinlich nicht so einfach rausnehmen. Ist dann halt die Frage, einfach Varian sterben lassen wäre meiner Meinung nach die richtige Entscheidung gewesen. Curse hätten sie ja vielleicht trotzdem bekommen, weil so viele Spieler von Fnatic eben Bottom unterwegs waren. Einfach sehr riskant. Sprich da ein bisschen weiter, ich drehe dich hoch und runter. Okay, ja. da den Kampf zu nehmen, nachdem Varian halt schon sicher tot war. Der hat ja nichts rausbekommen, der hat kein Divine bekommen, kein Cleanse, weil es eben keinen gab und auch keine Sanctification. Dann war er tot und dann wurde re-engaged und das heißt natürlich meistens gegen das Team von Fnatic noch mehr Gratis-Kills. Mit Cocoon, mit Hook. Und dann waren zu viele Spieler down von Easter. Ein bisschen bitter. Ja, ich bin mir nicht so sicher, also an welcher Stelle Easter da quasi den entscheidenden Fehler machen. Also ob der Varian-Pick dann nicht so smart ist, das ist sicherlich ein Aspekt. Weil, wie du sagst, Parry nicht aktivieren können. Und das geht ja gegen Brightwing quasi nie. Ist die Frage, ob der Varian da wirklich so viel geholfen hat. Sie braucht vielleicht wirklich noch einen weiteren Tank. Also das war vielleicht nicht der falsche Ansatz. Aber Tassala war, glaube ich, auch noch offen und der kann natürlich einerseits helfen, zweitens gibt er die Vision und drittens kommt er selber in den meisten Situationen weg. Insofern wäre der vielleicht noch ein bisschen besser gewesen. Andererseits kriegt er wahrscheinlich sein E auch in vielen Situationen nicht an. Da sind wir jetzt in der entscheidenden Fight, glaube ich. Varian direkt gestorben, Cocoon
sehr schön gezündet. Und ich glaube, die Haka ist, dass er zugekommen ist. Genau, die Haka wollte Varian da helfen. Wir sehen wieder viele Kreise, also das Fan am Werk. Jura, ihr kommt ein bisschen später. Und ich meine, ja, das Tribut ist halt ab. Man kann halt die eine Person sterben lassen und kriegt dann sicher das Tribut, kriegt sicher den Curse, was halt nicht zu einem Win führen wird, aber es wird halt zu sehr viel Entlastung führen. Und eigentlich dazu führen, dass im 5 gegen 4 ein Finish ziemlich schwierig ist. Das hier wollte ich auch nochmal betonen. Schwimpi wird da in ganz vielen Fights tatsächlich ganz gut angegangen, auch von hier vom der Hacker, haben wir es gerade gesehen, war auch öfter der Hacker, der versucht da den Genji zu erwischen, das eigentlich mechanisch super macht. Und ich würde sagen, in Europa würden ungefähr nur 2 oder 3 Leute den ganzen Zungen immer entgehen. Und Schwimpi hat das wirklich sehr schön hingekriegt. Und dann hier noch die Bodyblocks gegen den Uta. Das haben sie generell im ganzen Spiel natürlich schön gemacht. Sicherlich ein Draft, den sie öfter mal schon gespielt haben. Oder ein gleiches Konzept, sagen wir mal. Und dann einfach, wie damals in Warcraft 3, einfach alle irgendwie vor den Gegner laufen. Egal, ob man Ranged Assassin oder Tank ist. Bodyblocken und in Überzahl weiterfighten. Bringt den Sieg. Und ich finde, Issa hat ein bisschen ihre Comp selber misplayed, weil wir haben einmal gesehen, wie schnell der Anub einfach weg war, als er gefokust wurde, weil da eben nur ein Brightwing ist. Er kann mit Emerald Wind halt, er kann E drücken. Das ist was aktiv gemacht werden kann von Brightwings Seite. Emerald Wind wurde immer offensiv benutzt. Das heißt, wenn dann der Engage auf den Anub kommt, war es eigentlich immer auf Cooldown. Da würde dann Gast helfen, aber ich glaube, der Greyman braucht Cursed Bullet, braucht dann 3 Worgen Auto-Attacks mit Alpha Killer ab 16. Und dann liegt der Anub da schon fast. Wenn das Team ein bisschen mithilft, dann hätte Breeze hier deutlich mehr Probleme haben können. Das haben sie einmal gut gemacht in ihrer eigenen Base am Core. Und sonst waren sie halt immer in Unterzahl. Ich glaube, hätten sie einmal ein bisschen besser gegen diesen Cheese-Pickup, wären sie besser gestanden oder hätten eine ihrer Situationen, ihrer Möglichkeiten nicht verschwendet, wie den Boss auf der oberen Seite oder gerade das, wo sie einfach zu spät dann Richtung Tribut gegangen sind. Wieder war jemand einfach irgendwo in den Lanes und wieder hat Fnatic da den Gratis-Kill bekommen. Wenn das nicht geklappt hätte, dann hätte Easter hier, glaube ich, mit dem Curse sehr, sehr viel Stress machen können. Ja, sie hätten vielleicht auch tatsächlich einfach ein bisschen früher erkennen müssen oder einsehen müssen, okay, wir können da irgendwie auf offener Fläche nicht so viel gegen machen jetzt gerade. Dann warten wir doch vielleicht wenigstens auf Level 16. Das hätte in vielen Situationen, denke ich, mit dem Holy Ground schon einen Unterschied gemacht. Und wie du sagst, auch aggressiv mit dem Greymane. Und spätestens da ab Level 18 gegen 18 muss man dann einfach wirklich sagen, gebt denen ruhig 2 Tribute, ist egal. Wir soaken Level 20 und dann kommen wir schon wieder zurück. Sie haben ja eigentlich gute Möglichkeiten zu soaken, müssen letztlich nur aufpassen, dass der DHK nicht out of position ist. Also da war sicherlich mehr drin, aber jetzt sind wir Praxis Holdout. Bin ich tatsächlich sehr gespannt, was Fnatic da in petto hat. Sehr typisch.